Neben mir steht Burkhard Balz. Er ist eins der dienstjüngsten Mitglieder der Bundesbank. Seit dem vergangenen September ist er erst hier im Vorstand. Wir kennen uns aber trotzdem schon länger, weil Burkhard Balz lange Jahre Abgeordneter im Europäischen Parlament war und dort auch im Fachausschuss für Finanzpolitik. Er hat sich mit Bankenreform etc. etc. und der Eurokrise und so weiter beschäftigt. Also man kommt da nicht so als blutiger Laie hier in die Bundesbank. Aber Herr Balz, wenn man aus so einem Parlamentsbetrieb kommt und wenn man bisher einen Arbeitgeber hatte, der ja sehr wetterwendisch ist, nämlich das Volk, wie ist das, wenn man dann in die Vorstandsetage der Deutschen Bundesbank kommt? Ja, zunächst einmal darf ich Sie auch herzlich begrüßen. Schön, dass Sie hier sind zum Tag der offenen Tür der Bundesbank. Und in der Tat, ich kenne Rolf-Dieter Krause auch schon ein paar Tage und freue mich sehr, dass er heute und morgen auch wieder bei uns ist. Das ist in der Tat so. Die kurzfristigen Sachen, die werden weniger. Kontinuität spielt hier eine große Rolle. Ich glaube, es ist auch nicht gut, wenn eine Zentralbank wetterwendisch, wie Sie es eben gerade formuliert haben, ist. Wir sind für die Finanzstabilität Deutschlands zuständig. Das steht in unserem Mandat als Bundesbank und das versuchen wir so gut wie möglich zu erfüllen. Und ist es eine Erleichterung, dass Sie sich nicht mehr fragen müssen, wie mögen meine Wähler darüber denken, sondern dass Sie jetzt so Ihrer Erkenntnis folgen können, ohne Rücksichtnahme? Naja, was heißt ohne Rücksichtnahme? Auch wir schauen natürlich, was sich in Entwicklungen in Deutschland, in Europa und der Welt tut. Auch wir schauen natürlich, was Menschen denken über Themen. Das ist auch für eine Zentralbank sehr, sehr wichtig. Aber wir haben eben unsere eigenen Erkenntnisse auch. Und am Ende, und dafür ist eben eine Zentralbank oder der Vorstand einer Zentralbank da, müssen wir dann auch eben aufgrund von Erkenntnissen Entscheidungen treffen. Hier im Vorstand der Bundesbank ist kein ehemaliger Bundestagsabgeordneter, aber es ist ein zwei Europaabgeordnete, ehemalige Europaabgeordnete da. Ist das purer Zufall oder hat das Sinn? Naja, Sie können jetzt nicht sagen, dass es sinnlos ist, aber das hätte ich jetzt auch nicht gesagt, um Gottes Willen. Aber eins ist doch klar, die Bundesbank ist Teil des Systems der Europäischen Zentralbanken und hat auch sehr viel natürlich und arbeitet sehr eng auch mit der Europäischen Zentralbank zusammen, die ja hier in Frankfurt beheimatet ist. Und insofern macht es natürlich auch viel Sinn, wenn es Kollegen im Bundesbankvorstand gibt, die auch genau wissen, wie es in Brüssel, wie es in Europa läuft. Sie sind ja auch zuständig hier im Vorstand der Bundesbank für die Beziehung der Bundesbank zu anderen Zentralbanken. Als ich das zum ersten Mal hörte, habe ich gesagt, die Bundesbank ist eigentlich ein Teil des europäischen Systems der Zentralbanken. Eigentlich braucht die doch nur zu den Nachbarn bei der EZB zu gehen. Aber Sie unterhalten auch enge Kontakte mit anderen Zentralbanken. Das machen Sie persönlich. Um was geht es dabei bei diesen Kontakten? Naja, wir halten in der Tat Kontakte zu den Zentralbanken weltweit und das ist für uns natürlich sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich auch einschätzen müssen, was in anderen Teilen der Welt passiert. Da gibt es viele Themen, über die sich Zentralbanken austauschen, nicht nur rein fachliche Themen, sondern eben dann auch auf der globalen Ebene und insofern ist es schon wichtig, dass die Bundesbank diese Kontakte hält. Das machen dann darüber hinaus übrigens auch alle anderen Vorstandskollegen. Ich bin zwar formal für diese Zentralbankdialog verantwortlich, aber es ist gut und richtig, dass wir uns alle um dieses wichtige Thema kümmern. Und die Bundesbank, das kann ich sagen, wird also in der ganzen Welt auch nicht nur der Zentralbanken, aber auch gehört. Die Meinung der Bundesbank spielt schon eine Rolle. Das Renommee ist immer noch groß. Ich weiß nicht, was geknallt hat. Gerade, wir waren es nicht. Ich hoffe nichts Ernstes. Die Mikros funktionieren auch noch. Aber ich will noch mal fragen, berät man dann auch über Politik oder versucht man eher Erfahrung auszutauschen?
von der Expertise der anderen zu lernen, die eigenen Erfahrungen weiterzugeben? Oder um was geht es da, ich meine, Sie sind ja wahrscheinlich öfter unterwegs im Ausland als Ihre Kollegen, bei denen das nicht die Hauptaufgabe ist. Wir hatten vorhin Frau Buch hier, die hat natürlich auch im europäischen Ausschuss für den Finanzmarkt natürlich mit Kollegen aus anderen Ländern zu tun. Aber wenn Sie da unterwegs sind, um was für Themen geht das da? Erläutern Sie dann auch Sichtweisen der Bundesbank? Ja, natürlich, Positionen der Bundesbank. Und es geht natürlich gerade um die großen Themen. Und dürfte sich dann von der EZB unterscheiden? Wenn wir andere Sichtweisen zu bestimmten Themen haben, dann hat die Bundesbank das in der Vergangenheit deutlich gemacht. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir das auch in der Zukunft so tun werden. Und das geht dann weltweit, ne? Das geht weltweit. Wir haben auch traditionell viele Partner auf allen Kontinenten der Erde. Und es ist gut, eben sich auch mit den anderen Zentralbanken eben wirklich so auszutauschen über die Themen, die uns angehen. Einige wissen vielleicht, dass die Bundesbank in Deutschland einige Hauptverwaltungen hat und Filialen sozusagen. Aber was die wenigsten wissen, sie haben auch Filialen im Ausland. Na, Filialen nicht. Es sind Auslandsrepräsentanzen in den beiden großen Standorten in New York und in Tokio. Und dann haben wir an ausgewählten 10 weiteren Standorten, aber auch weltweit Repräsentanten vor Ort. Die sind dann meistens an die deutschen Botschaften und die Generalkonsulate angebunden. Aber es gibt Bundesbank-Repräsentanten in insgesamt 12 Ländern. Und was machen die? Die beobachten die Politik in dem Land, die halten dort die tägliche Verbindung zur Zentralbank, die diskutieren Themen mit diesen Zentralbanken in diesen Ländern und sind wirklich Repräsentanten unserer Zentralbank dann dort vor Ort. Und die gehen nicht in New York zur Fed und gucken mal nach, ob die Goldvorräte, die da liegen und der Bundesbank gehören, noch da sind. Das habe ich im Februar persönlich gemacht. Echt? Also insofern kann ich das nur bestätigen. Sie sind wirklich da. Ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Barren durchgezählt, aber es erschien mir alles sehr plausibel, sodass ich sage, es gibt wirklich diese Goldreserven. Im Ausland haben wir ja nicht nur in New York Goldreserven, lagern auch in London. Das sind die beiden Auslandsstandorte. Aber die Mehrzahl der Goldbarren, die Mehrzahl der Goldreserve liegt natürlich hier in Frankfurt in der Bundesbank. Herr Balz, Sie sind nicht nur so eine Art Außenminister der Bundesbank. Ich mag dieses Wort nicht, weil der Minister, Außenminister in Deutschland, der sitzt im Werderschen Markt in Berlin. Das ist Politik. Ja, der ist aber der Minister der Republik. Ich habe ja gesagt, der Außenminister der Bundesbank. Aber eine Zentralbank hat keine Minister, lieber Herr Krause. Nein, aber jedenfalls der. Habe ich Sie aus dem Tritt gebracht? Das wollte ich jetzt auch nicht. Ich wollte jetzt dieses europäische Wort vermeiden. In Brüssel heißt der Außenminister Außenbeauftragter. Das könnte Sie dann nicht so stören, aber ist egal. Jedenfalls, Sie sind nicht nur da im Ausland unterwegs, sondern Sie sind auch zuständig für die Bezahlungsmethode, für den Zahlungsverkehr hier bei uns im Land. Da denkt man erstmal nach. Was ist das denn? Also wenn ich was einkaufe, öffne ich mein Portemonnaie und hole entweder Geldscheine raus oder meine EC-Karte und dann geht das. Was bedeutet eine Zuständigkeit für den Zahlungsverkehr? Das ist eine der spannendsten Themen, die ich mir momentan in dem Bereich der Finanzen vorstellen kann, weil es ganz offensichtlich so ist, dass wir unsere Bezahlmethoden, unsere Formen, wie wir bezahlen, gerade ändern. Und es ist eine hohe Dynamik in diesem Bereich drin. Und wenn Sie fragen, was heißt das? Es gibt Infrastrukturen natürlich, die dahinter liegen müssen. Es gibt einen Rahmen für den Zahlungsverkehr. Am Ende muss der Zahlungsverkehr laufen. Der Zahlungsverkehr ist, glaube ich, gut vergleichbar wie mit dem Blutkreislauf beim Menschen. Ist der Blutkreislauf unserer Wirtschaft, im Grunde genommen der Blutkreislauf unserer Gesellschaft. Und deswegen hat der Zahlungsverkehr auch eine solch hohe Bedeutung. Übrigens auch für jeden Einzelnen von uns, weil man kann ja auf viele verschiedene Arten dann auch selber an diesem Zahlungsverkehr teilnehmen, selber bezahlen. Die einen präferieren Bargeld, die anderen schwören auf ihre Karte und die Dritten sind mittlerweile so weit und ziehen nur noch ihr Mobilfunktelefon hier. Da komme ich gleich nochmal drauf. Wir Deutschen gelten ja als große Freunde des Bargeldes, ne? Auch im internationalen Vergleich. Gibt es dafür eine Erklärung?
auch Bargeld ist immer ein großes Stück persönlicher Freiheit. Und Sie sind unabhängig, wenn Sie Bargeld dabei haben und mit Bargeld zahlen wollen. Und möglicherweise gibt es auch den einen oder anderen, der möchte eben auch die eine oder andere Kauftransaktion nicht auf seinem Kontoauszug sehen und hat deswegen ganz gerne Bargeld dabei. Aber das Bargeld spielt, da haben Sie vollkommen recht, bei uns in Deutschland eine besondere Rolle. Da unterscheiden wir uns auch zu vielen anderen Staaten in Europa, wo deutlich der Bargeldumlauf und auch die Bezahlform Bargeld in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Wir werden das morgen nochmal mit dem eigentlich fürs Bargeld zuständigen Kollegen behandeln, aber es ist ja mit Aufmerksamkeit registriert worden, dass es jetzt einen Geldschein künftig nicht mehr neu geben wird. Der wird im Umlauf bleiben, der 500er, aber er wird nicht mehr neu gedruckt werden. Ist das so ein erstes Zeichen dafür, dass wir vielleicht eines Tages nur noch mit Plastik zahlen oder mit dem Handy? Nein, das glaube ich nicht. Die EZB hat ja damals sich aus den Gründen, um hier mehr Transparenz herzustellen, die Geldwäsche zu bekämpfen, entschieden, den 500er nicht mehr weiter auszugeben. Ich glaube, dass es auch weiterhin Bargeld geben wird. Es wird sich sicherlich in den Anteilen etwas verschieben. Das heißt, der unbare Zahlungsverkehr mit Karten, mit Mobilfunktelefonen, also das digitale Bezahlen wird natürlich zunehmen in der Zukunft. Aber für mich ist eins klar, wir werden auch weiterhin natürlich in Deutschland Bargeld haben. Ich war sehr überrascht, als meine Bank mir irgendwann vor ein paar Monaten eine neue EC-Karte zuschickte und ich die dann im Supermarkt einfach auf den Terminal legen konnte und dann wollten die keine PIN mehr, keine Unterschrift, sondern das Geld war weg. Und dann lernte ich, die dürfen aber da nur bis zu einem bestimmten Betrag kaufen. Ja, aber dann lernte ich, dass man dass eigentlich einer nur mit dem entsprechenden Gerät so hier an meiner Gesäßtasche vorbeigehen muss. Und dann kann er da sich so Geld von meiner Karte ziehen. Ist die Sicherheit solcher Bezahlungssysteme, ja, ich habe mir inzwischen Portemonnaie gekauft, Sie müssen es nicht probieren, da kann man diesen RFID-Chip nicht mehr auslesen. Aber das habe ich daraufhin gemacht. Aber ist die Bundesbank, Wo liegen die Aufgaben der Bundesbank? Das eine ist die Bank, die das einführt. Das macht die nach eigenem Gusto. Dass das Ding dann nicht mehr ganz so sicher ist, ist das die Sache, hat das die Bundesbank ermöglicht oder ist das allein die Sache der Bank, bei der ich bin? Die oder? Zentralbanken als solches und damit auch die Bundesbank kümmern sich natürlich um die Sicherheitsstandards. Also der Rahmen, der wird natürlich auch ein Stück weit durch Systeme, die eben die Zentralbanken betreiben, mit vorgegeben. Auf der anderen Seite, die konkrete Sicherheit des Produktes ist natürlich immer bei dem jeweiligen Firma, bei dem ausgebenden Karteninstitut, weil Sie jetzt die Karte erwähnt haben, angesiedelt. Und meine persönliche Wahrnehmung ist, dass wir aber insgesamt heute auch im Bereich dieses kontaktlosen Bezahlens wirklich gute, sehr gute Sicherheitsstandards haben. Ansonsten, glaube ich, würde das auch nicht immer attraktiver werden und immer mehr Menschen auch zu dieser kontaktlosen Zahlform greifen. Es sind in den letzten Jahren neue Methoden des Bezahlens eingeführt werden, also PayPal zum Beispiel, dass man da mit Hilfe seiner E-Mail-Adresse und einem Kennwort bezahlen kann. Wie weit beschäftigen solche Systeme die Bundesbank? Freuen Sie sich über die? Machen die Sorgen? Also erstmal sind wir ja, was Anbieter angeht, grundsätzlich neutral angestellt. Das heißt, wir beschäftigen uns natürlich damit und wir sind natürlich auch immer froh, wenn es Wettbewerb gibt. Ich meine, grundsätzlich ist Wettbewerb, auch Wettbewerb bei Zahlungsdienstleistern, etwas Gutes, etwas Schönes und vor allen Dingen treibt dann auch natürlich in einer Branche eben die einzelnen Wettbewerber zu Innovationen voran. Das sehen wir natürlich außerordentlich positiv. Wo wir uns natürlich Gedanken drüber machen und was für uns wirklich ein großes Thema ist, dass wir jetzt sehr dominante Wettbewerber in den letzten Jahren haben aufkommen sehen, vor allen Dingen aus Amerika und aus China. Sie haben PayPal erwähnt, man könnte genauso die Bezahldienste von Apple, von Amazon auf der einen Seite, also in Amerika erwähnen, in China von Alibaba, also Alipay oder WeChat Pay. Das heißt, die großen, sehr, sehr starken, innovativen
Zahlungsdienstleister konzentrieren sich im Grunde genommen auf diese beiden globalen neuen ökonomischen Superpowers oder Mächte. Und hier glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass wir erstmal in Deutschland, aber wahrscheinlich reicht Deutschland dann eben auch nicht aus, zukünftig in Europa auch zumindest eine wirkliche europäische Marke haben müssen, die in diesen Bezahlformen auch wirklich dann führend ist. Ich möchte am Ende, dass wir nicht vor die Wahl gestellt werden in einigen Jahren, dass wir nur noch auswählen können zwischen amerikanischen Zahlungsverkehrsdienstleistern und chinesischen. Ich habe kein Problem grundsätzlich mit den USA und auch bei China, wenn es Wettbewerb gibt, ist auch gut. Aber am Ende, glaube ich, muss hier in Deutschland, in Europa, müssen wir in der Lage sein, auch eigene solche Systeme anzubieten. Was wäre der Vorteil davon? Wäre der Vorteil, dass dann die Daten, die dann mit dem Bezahlen verbunden sind, hier in Europa bleiben? Und genau, wir haben ja weltweit, glaube ich, den wirklich höchsten Datenschutzstandard, den man sich vorstellen kann innerhalb der Europäischen Union. Und ich glaube, dass das für die Zukunft ein ganz wesentlicher Punkt eben für uns alle werden wird, als Konsumenten, eben was geht wirklich ab, was passiert mit unseren Daten. Und da ist es mir deutlich wohler, wenn wir hier europäische Anbieter haben, die auch unter dem europäischen Rechtsrahmen eben direkt agieren müssen. Zum Schluss will ich noch darauf kommen, dass zu Ihrer Zuständigkeit auch die ökonomische Bildung hier gehört. Haben die Bundesbankbediensteten die nötig oder ist damit was anderes gemeint? Naja, vielleicht nicht so sehr die Bundesbank-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ökonomische Bildung ist bei uns relativ breit gefasst. Und ich glaube, wenn wir unser Mandat wirklich erfüllen wollen, eben für die Finanzstabilität des Landes zu sorgen, ist es eben auch wichtig, dass die Menschen in Deutschland eben auch zumindest Grundlagen dieser Themen kennen. Und deswegen bietet zum Beispiel die Bundesbank im Jahr fast 2.500 Veranstaltungen in Deutschland an, in unterschiedlichster Form, in der Fläche, in den Hauptverwaltungen, in unseren Filialen, wo wir eben dann mit Schülern, mit Lehrern, mit Studierenden eben über die Themen der ökonomischen Bildung sprechen. Und das fängt eben bei geldpolitischen Themen an und über Bankenthemen, Bankenaufsichtsthemen. Auch Zahlungsverkehr wird immer wichtiger und beliebter in diesen Fragen. Und natürlich das Thema Finanzstabilität insgesamt. Was bedeutet das? Wofür ist es eben auch wichtig für dieses Land? Und steuern Sie das nur oder gehen Sie auch mal selbst dann? Ich gehe da auch selbst hin. Also heute haben wir ja Samstag. Ich war vorgestern zum Beispiel in Leipzig und habe 2 Stunden mit 150 Schülerinnen und Schülern über diese Themen diskutiert. Das ist spannend. Ich mache das möglichst einmal im Quartal. Also auch der Vorstand, also nicht nur ich selber, auch die Kolleginnen und Kollegen machen das gerne. Sie sind der Einzige im Vorstand der Bundesbank, der nicht Doktor oder Professor ist. Sie sehen mich aber trotzdem vollkommen entspannt hier stehen. Ich glaube, dass, ja, soll ich den Gag weitergeben, den Sie vorhin gesagt haben? Da hat er mir beim Drink kurz erzählt, wenn er seinen Job verliert, dann auf jeden Fall nicht wegen einer gefälschten Doktorarbeit. Also hier bei der Bundesbank haben alle ordentlich ihren Doktor erworben. Das war auf mein voriges Leben als Abgeordneter das gemünzt, damit das so ganz klar ist. Da wollten wir auch nichts anderes andeuten. Nein, aber Sie sind zuständig für die Hochschule der Bundesbank. Was treiben Sie denn da? Ja, das ist eine ganz besondere Sache, weil wir in Europa die einzige Zentralbank sind, die eine eigene Hochschule hat in Hachenburg im Westerwald. Und da bilden wir im Grunde genommen die meisten unserer jungen Menschen, unseres Nachwuchses aus. Und das ist ein tolles Studium, 3 Jahre, duales Studium. Das heißt, es gibt Hochschulphasen und dann wiederum Praxisphasen innerhalb der Bundesbank. Man hat einen Doppelabschluss, Bachelor im Zentralbankwesen und gleichzeitig auch, man
kriegt man die Befähigung zum gehobenen Dienst innerhalb der Bundesbank. Also es ist nicht so schlecht. Also wenn Sie junge Leute kennen... Gibt es ein Numerus Clausus? Naja, man sollte schon in den Kernfächern ganz gut sein. Wir schauen uns das alles an. Und dann ist aber ganz entscheidend, es gibt ein Auswahlverfahren. Ja. Und nach diesem Auswahlverfahren werden dann die Entscheidungen getroffen, welche jungen Menschen genommen werden. Und die Studiengebühr ist wie hoch? Gibt keine Studiengebühr. Im Gegenteil. Die jungen Menschen kriegen ja noch eine Vergütung, weil sie als Anwärter dann angestellt werden hier. Wir wollen die auch hinterher in der Bundesbank behalten, also es ist hochattraktiv. Also das ist auch eine wichtige Nachricht. Es gibt noch eine Spezialität, die mit dem Thema Bildung verbunden ist. Sie haben auch ein Geldmuseum hier. Auf dem Gelände. Ich glaube, Sie sind alle vorhin am Geldmuseum dann reingekommen. Insofern sind wir sehr stolz, dass wir so ein tolles Museum haben. Die Besucherzahlen steigen stetig. Viele andere Zentralbanken, die auch Ähnliches planen, kommen hier zu uns, zur Bundesbank, gucken sich das an, weil ich finde das selber auch, eben die Ausstellung insgesamt, das Museum so prima gelungen ist. Und was stellt man da aus, außer Geld? Naja, die Geschichte des Geldes, wofür ist Geld notwendig? Wir reißen das Thema Geldpolitik an. Und dann natürlich können Sie einzelne Exponate sehen, die man sich einfach gerne anschaut. Das hat was mit Münzen, mit Gold zu tun. Es gab auch, Goldbarren. Es gibt auch einen Goldbarren. Wobei, wenn man den eben anhebt, dann sieht man erstmal, wie schwer wirklich Gold ist, welche Dichte dieses Metall hat. Und das ist schon beeindruckend. Und das Museum ist auch geöffnet, wenn hier nicht Tag der offenen Tür ist und man kann da reingehen. Das Museum ist absolut auch dann geöffnet, wenn nicht Tag der offenen Tür ist. Insofern kann ich nur jeden einlernen, wirklich selber sich das Museum anzuschauen. Und ich habe gelernt, der Goldbarren ist nicht das wertvollste Exponat, was da ausgestellt ist. Was ist denn das Wertvollste dann? Irgendeine Münze oder sowas? Im Zweifel sind das Münzen, die mehr Wert haben als dieser Goldbarren als solches. Also ich weiß, wir haben ganz viele tolle Münzen dort. In Berlin wurde mal eine Münze aus dem Museum geklaut. Ja, aber die war auch ziemlich groß. Aber die war auch so groß, eine kanadische Goldmünze. Damit haben wir Ihr Aufgabengebet schon abgehakt. Sie sind morgen nicht in Frankfurt, sondern da gehen Sie noch mal in Ihre Heimat, weil Sie an einem Wahlabend, das juckt dann doch noch mal den alten Europaabgeordneten, das zu erleben. Haben Sie schon gewählt oder machen Sie es morgen? Ich will morgen Nachmittag wählen. Okay, gut. Dann, aber man kann auch Briefwahl machen. Also wenn Sie morgen noch mal wieder, wenn Sie morgen wiederkommen, sollten Sie schon Briefwahl gemacht haben. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt geht Briefwahl nicht mehr. Das muss man, morgen muss man dann schon hingehen. Aber dafür ist ja noch Zeit. Und ich danke Ihnen herzlich. Herzlichen Dank, Herr Krause. Haben Sie herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Wir sehen uns dann morgen wieder. Dann gibt es weitere Interviews, wenn Sie dann wiederkommen wollen. Tschüss.